Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV. Es steht das letzte Spiel des Jahres 2014 an. Wir sind zu Gast im Rhein-Energie-Stadion in der Domstadt zu Köln. Der 19. Bundesligaspieltag und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in die Startaufstellung. Der HSV tretet mit der natürlich besten Elf an, sofern sie vorhanden ist, denn eine Verletzung haben wir zu beklagen. Unser Kapitän und Abwehrchef Schalku Kuyate fällt verletzungsbedingt aus. Ansonsten aber die beste Elf auf dem Rasen. Das heißt natürlich auch, dass im Tor spielt die Nummer 1 Oliver Baumann. Davor seine Viererkette mit der 2 Dennis Diekmeyer, die 3 Falu Diagne, die 17 der Ersatzkapitän heute Jerome Boateng und die 6 Dennis Aogo. Davor das Vierer Mittelfeld mit der 24 Dani Caligiuri, die 11 Alamaher, die 10 Christian Eriksen und die 27 David Alaba. Und vorne natürlich das Traumsturmduo Aubergine Aubameyang und Banana Wilfried Boni. Bei den Kölnern, die haben auch zwei Verletzte zu beklagen, nämlich Dominik Marot und auch Mircejewski, der polnische Nationalspieler, fallen verletzungsbedingt aus bei den Kölnern, die gegen den Abstieg momentan kämpfen, auf dem 16. Platz, den Relegationsplatz stehen. Die spielen im Tor mit Thomas Kessler, davor eine Viererkette mit Sascha Rita, der vielleicht beste Spieler des 1. FC Köln im Kader. In der Innenverteidigung mit Wimmer und Scheuch, links verteidigt Eichner. Davor zwei Sechser mit Matze Lehmann und Adam Matuschik. Über die Außen kommen Christian Clemens, der im Real Life zum 1. FC Köln, gewechselt ist. Genau! Nein, zum FC Schalke gewechselt ist. Über links kommt Alshi, einer meiner Hass-FIFA-Spieler. Offensivzentral als eine Art hängende Spitze Jajalo und ganz vorne der Top-Torschütze mit drei ganzen Türchen. Thomas Brücker nämlich. Diego Forlan, den sie hier verpflichtet haben, nicht mal im Kader. Gut, dann gehen wir in den 19. Spieltag bereits. Das letzte Spiel des Jahres. Kurz vor Weihnachten wollen wir unseren Fans, die daheim geblieben sind und die natürlich mit nach Köln gefahren sind, noch ein kleines Vorabgeschenk machen. Köln, wie gesagt, Tabellen 16. mit mageren 11 Pünktchen in den ersten 18 Spielen und, was noch viel schlimmer ist, mageren 11 Türchen. Allein er hier, Wilfried Boni, der sich hier gerade aufwärmt, hat allein ein Tor mehr geschossen. Momentan Führender der Torschützenliste mit 12 Toren. Genauso viel wie Schalkes Tranquillo Banetta. Deswegen, der HSV steht hier vor einer Pflichtaufgabe, ganz klar, gegen die abstiegsbedrohten Geißböcke. HSV momentan jetzt weiter, 5 Punkte. Wir werden es gleich bestimmt nochmal in der Tabelle sehen. Hinter den Bayern zurückliegend. Aber wir konnten in den letzten Spieltagen noch ein bisschen wieder was gut machen, nachdem der HSV ja eine sehr lange Krisenphase überwältigt hat. Die letzte Aufnahme für mich ist übrigens auch schon wieder, ja, gute 2 Wochen sogar her. Deswegen muss ich mich jetzt mal wieder ein bisschen hier einfinden. Ich hoffe, das gelingt relativ schnell. Wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich das letzte Spiel, also dieses Spiel hier, auch noch in die letzte Aufnahmesession mitgepackt. Dann wäre es sogar ein bisschen realitätsnah gewesen. Denn ich habe ja 2 Wochen jetzt Pause gehabt. Und in der Winterpause sind, glaube ich, 4 Wochen Pause. Aber gut. Die letzte Aufnahmesession war sowieso sehr lange, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss ich mal irgendwann auch aus Zeitgründen aufhören. Aber nichtsdestoweniger wollen wir heute dieses Spiel hier gewinnen mit Jerome Boateng. Das erste Mal als HSV-Kapitän führt er sein Team auf das Feld unter der Leitung heute von Jascha Zuheide. Mal schauen, wie es läuft im letzten Spiel im Jahr 2014. Und hier kommt jetzt nochmal die Tabelle. 5 Punkte hinter den Bayern, 2 vor Gladbach. Schalke Dortmund sind auch noch in der Nähe, also wir müssen auf jeden Fall hier siegen, um auch die Konkurrenten ein bisschen auf Abstand zu halten. Und dann irgendwann hoffen, dass die Bayern patzen werden, vielleicht auch schon wieder an diesem Spieltag. Aber wir schauen jetzt erstmal auf dieses Spiel gegen den 1. FC Köln. Eriksen 6 Tore insgesamt in der Saison. In der Bundesliga, glaube ich, nur 2 Tore gemacht. Die meisten hat er in der Champions League erzielt.
Nach dem Spiel können wir auch noch mal kurz auf die Europa League eingehen. Da hatte ich, glaube ich, noch gar nicht die Auslosung gezeigt. Champions League meine ich schon. Dort spielen wir im Achtelfinale gegen Olympique Marseille. Aber die Europa League können wir uns auch noch oder in der Winterpause anschauen. Mal gucken, wie es aber erstmal läuft. Am 19. Bundesliga-Spieltag die Gäste ganz in dunkelblau gekleidet. Stoßen an im ersten Durchgang von rechts nach links. Und sie kommen mit David Alaba und Wilfried Boni. Eriksen, Caligiuri zieht nach innen, das macht er gut. Schussposition und er probiert es einfach mal. Aber Thomas Kessler im Kasten, der in weiß gekleideten Kölner auf dem Posten. Und die Kölner mit ihrem ersten Angriff über Pulker. Adam Mastrocic, oh, der Ball rutscht durch bei Diagne. Gut gespielt, mit ein bisschen Glück. Oh, Caligiuri und Diekmeyer behindern sich da gegenseitig. Al-Shihi mit dem Fehlpass. Eriksen macht es da nochmal spannend. Bringt Diekmeyer in Bedrängnis. Brücker lässt sich sehr weit zurückfallen. Die einzige echte Spitze. Und Adama her. Gut dazwischen. Konterchance für den HSV. Über Boni. 2 gegen 3, wenn es schnell geht. Adama mit der guten Flanke auf Aubameyang. Und die nächste Chance. Aber etwas kläglich schon fast vergeben, dieser Kopfball von Pierre-Emerick. Aubergine, Aubameyang, Boateng gewinnt den Kopfball. Eriksen, sehr schnelle Drehung, gut gemacht. Boni auf seinen Sturmpartner Aubameyang, setzt da nochmal nach. Aber die Kölner können den Ball mehr oder weniger sicher klären. Oh, schönes Direktspiel hier. Alles mit einem Ballkontakt und dann der lange Ball Richtung Schihi. Der ist schnell, Diekmeyer aber auch, aber der kommt trotzdem zur Flanke. Und wo geht der Kopfball denn hin? Von Thomas Brücker. Da war mehr drin für die Gastgeber hier. Für den Tabellen 16. So hat Eriksen den Ball. Dennis Aogo. Eine Anspielstation allerdings gewesen. Jetzt ist Alaba anspielbar gegen Sascha Rita. Wilfried Boni lässt sie auch hier in der Anfangsphase sehr weit zurückfallen. Eriksen! Wieder mit seiner guten Körperdrehung. Versucht es aus 20 Metern selbst. Aber wieder Thomas Kessler auf dem Posten. Viertelstunde. Chancen plus für den HSV. Und die erste Ecke des Spiels. Die tritt der dänische Nationalspieler Eriksen Richtung Boni. Aber die Kölner können klären. Mit Clemens Röker, der bei Standardsituation des Gegners auch mit nach hinten kommt. Als kopfballstarker Mittelstürmer. Patoschek, wieder Brücker. Aber der Ball war ins Nix gespielt. Diekmeyer dazwischen. Aubameyang. Ja, versucht Boni zu schicken. Aber dass das keinen Erfolg haben kann, wissen wir mittlerweile. Eriksen. Ja, versucht dann nochmal Boni in Szene zu setzen. Aber das war zu durchsichtig. Zu viele Kölnerbeine dazwischen. Eichner, wow, das war mal ein lustiger Pass. Aubameyang startet, super Zuspiel von Boni. Und super Parade von Thomas Kessler, der seine Kölner hier noch im Spiel hält. Nach dem katastrophalen Fehler da von Linksverteidiger Eichner, der Boni da anspielte. Diagne mit dem Langbein dazwischen. Hat sich schon fast einen Stammplatz erarbeitet hier beim HSV. Rotiert da ab und zu nochmal den heutigen Kapitän Jerome Boateng, der häufiger auch mal auf den Rechtsverteidigerposten ausweicht. Mal her. Etwas lang der Ball, da kommt Caligiuri nicht mehr dran, schade. Und gibt sogar Abstoß für den bislang besten Kölner Thomas Kessler. Der bringt den Ball wieder hoch ins Spiel. Aber diese hohen Bälle sind gefundenes Fressen für Boateng. Und Diagne, Aubameyang, das war ein gut gedachter Ball Richtung Boni, aber Kessler erneut auf dem Posten, spielt er gut mit. Die Kölner kommen selten aus der eigenen Hälfte, aber jetzt schaffen sie es mal mit Schihi wieder. Der schickt Jajalo. Diekmeyer bei ihm. Flanke kommt trotzdem erneut, Boateng klärt vor die Füße eines Kölners und nochmal Boateng macht das diesmal gut. Diekmeyer, Caligiuri, Pass in die Spitze, Aubameyang, Eriksen, Maher,
Richtung Boni. Der gewinnt den Kopfball. Eriksen. Wieder mit der guten Drehung gegen zwei Kölner. Macht das gut. Links rübergelegt auf Aogo. Gute Flanke. Aber für Boni kommt erneut nicht ran. So Konterchance. Für die Gastgeber mit dem nächsten Langball Richtung Pulker. Gegen Boateng. Aber der Kapitän macht das ganz souverän da. Der deutsche Nationalspieler. Einer der erfahrensten im HSV-Kader. Genau wie er hier, Dennis Aogo. Der dienstälteste HSV-Akteur. Ah, Alaba wollte durchstecken. Ball kommt leider Gottes nicht durch. Und so schlechtes Stellungsspiel von Diagne hier. Aber mit seinem Tempo kann er den Ball gerade noch ablaufen. Das war nicht sehr gut verteidigt von Diagne in dieser Situation. Alaba, nächster Ballverlust. Alaba noch nicht so ganz im Spiel drin heute. Ja, Jallo. Und wieder nächster langer Ball. Aber so hat auch mal Olli Baumann, unser Keeper, den ersten Ballkontakt, glaube ich sogar, in diesem Fußballspiel nach 40 gespielten Minuten. Oh, ungenauer Ball von Caligiuri. HSV momentan zu unkonzentriert im Spiel nach vorne. Und den Ball, den hat er noch. Hat er sogar wirklich noch. Boateng. Bayern geht in Führung gegen Wolfsburg. Schlecht für uns. Setzt uns noch weiter unter Druck. So kurz vor der Pause. Alaba. Aubameyang. Kommt nicht durch. Oh, das war wieder blöd von mir. Clemens. Alaba hinter ihm. Er spielt nochmal zurück. Nö, er spielt direkt zum Schiedsrichter, weil Clemens sich gedacht hat, och, jetzt ist eh Halbzeit. Spiel schon mal den Schiri den Ball zu. Torlos zur Pause. 0:0. Mal schauen, was der zweite Durchgang noch so für uns bereithält. Chancen waren da, aber ein guter Kessler und ein bisschen Unkonzentriertheit im Spiel nach vorne bescheren den HSV nur ein 0:0. Die anderen Halbzeitstände. Hoffenheim führt gegen Hertha 1:0. Dortmund führt 2:1 gegen Hannover. Augsburg-Stuttgart 0:0. Bayern führt gegen Wolfsburg 1:0. Und Schalke führt gegen Frankfurt. Alle schlechte Ergebnisse für uns. Die Konkurrenz führt allesamt. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal nachlegen. Falls ich mich manchmal ein bisschen angestrengt, will ich es mal nennen, anhöre, liegt es daran an der Hitze draußen. Ich glaube, ich habe mir das wärmste Wochenende des Jahres ausgesucht, um einen Aufnahmemarathon zu starten. Das ist der allererste Part heute. Gefühlte 40 Grad draußen. Und ich nehme für euch auf. Aber das mache ich natürlich gerne für euch. Wir werden die Kölner einmal wechseln. Thomas Brücker ausgetauscht gegen Bukhari, der jetzt also ganz vorne im Sturmzentrum spielen wird bei den Geißböcken. Und da wird er das erste Mal angespielt, zumindest gesucht. Aber Diekmeyer und Boateng können die Situation klären. Diagne. Oh, es ist wirklich scheiße heiß draußen. Ich sitze hier wirklich nur in Shorts. Nicht, dass das jemand interessieren würde oder gerne sehen würde, aber man kommt hier doch schon leicht ins Schwitzen. Und das mal ausnahmsweise nicht wegen dem Spiel. Eriksen gut dazwischen, aber leider prallt der Ball zu einem Kölner Verteidiger. Ah, wieder hat Eriksen Pech. Und wieder ein langer Ball Richtung Rita diesmal. Abgefangen von Aogo. Alaba. Maher. Boni. Jetzt auf alleine auf weiter Flur. Macht das aber gut. Und in der Mitte, da ist Eriksen gestartet. Das hat Aubameyang auch gesehen. Aber das Zuspiel gut gedacht. Aber etwas zu ungenau. Wieder Kessler. Auch im Herauslaufen. Sehr gut dabei der Kölner Schlussmann, Caligiuri. Zurück zu Diekmeyer. Caligiuri, Aubameyang, den hat er noch. Trost Boni. Ah, wieder hat Eriksen Pech, das kann doch nicht wahr sein. Die Kölner versuchen zu kombinieren, aber die HSV-Spieler gehen relativ schnell dazwischen. Mal her. Mit der nächsten Flanke auf Boni! Und das war kein Abseits. Doch, es war Abseits. Oh, um Gottes Willen. Und jetzt Wilfried Boni mit dem Fallrückzieher. Oh, das wäre ein schönes Tor geworden. Wenn er jetzt drin gewesen wäre, wäre das natürlich noch ärgerlicher gewesen. Aber so Abseits. Und der zweite Kölner Wechsel. Peschko, der Pole,
kommt für Clemens ins Spiel. Lucari holt da ausnahmsweise mal einen Kopfball, was Brücker nicht geschafft hat. Oh, das war jetzt gut gespielt. Chihi. Da muss Diagne hin. Stört ihn, aber erneut lässt er ihn flanken. Und ich glaube, das gibt sogar Ecke. Da war noch ein HSV-Spieler zuletzt am Ball. Ecke ebenfalls vom Marokkaner. Chihi. Geklärt zunächst. Und Alaba hält das Bein dazwischen. Konterchance. Aber leider ist Boni kein Konterstürmer. Aber er hier. Aubameyang. In der Mitte wartet Boni. Super Zuspiel und ist das Tor. Klasse Konter des HSV. Abgeschlossen von Wifki. Banana Boni. Saisontor 13. Klasse gespielt von Alaba auf Aubameyang. Und er liegt quer. Für Wifki Boni, den Top-Torjäger. Wieder allein an der Spitze, sofern Banetta nicht für Schalke getroffen hat. Aber das ist eher unwichtig. Denn die Kölner kommen. Super Zuspiel. Und der postwendige Ausgleich. Bukari, der Joker. Was war das? Ein langer Ball. Ja, und wo läuft Diagne denn dahin? Die Abwehr, die Innenverteidigung völlig konfus. Da hat sich das Fehlen von Kouyaté bemerkbar gemacht in dieser einen Situation. Und zack, fällt das Gegentor. Die Kölner, die bis jetzt nur 11 Tore zusammenbekommen haben, treffen natürlich den HSV. Boni, was war das denn? Oh, jetzt sind sie alle völlig verwirrt. Und wieder ein Konter. Und was macht Diagne zum Teufel da? Boateng. Diesmal kann er den Fehler seines Innenverteidigerkollegen noch korrigieren. Boni, Aubameyang. Links raus Alaba. Das müsste abseits sein. Aber wenn man ohnehin vor Boni am Ball. Ja, das war die erste richtige offensive gute Aktion der Kölner. Und die wird gleich in ein Tor umgemünzt. Das ist halt Effektivität. Bukari, der hat richtig Schwung reingebracht. Der Mann aus dem Pogo. Es ist unfassbar. Da fällt ein einfach nichts mehr ein. Und meine Betriebstemperatur wird gerade noch weiter erhöht. Diagne erneut. Ein F-Jugendabwehrverhalten, was der Senegalese da an den Tag legt. Und wir müssen natürlich jetzt offensiver agieren. Wenn ich mal wüsste, wo mein 4-3-3 jetzt ist, kann ich das gar nicht hier auswählen, die bearbeiteten Systeme. Anscheinend nicht. Na wunderbar. Nehmen wir halt das stinknormale 4-3-3. Und werden auf jeden Fall nochmal wechseln. Ja, was bleibt uns auch anderes übrig, nicht wahr? Alaba links hinten, das kennt ihr ja schon zu Genüge. Eriksen, Caligiuri meinetwegen. Heung-min rein. Und viel mehr Möglichkeiten haben wir jetzt auch nicht mehr. Zu wechseln, Wilson, ja warum nicht. Für Maher. Caligiuri ein bisschen defensiver. Doppelwechsel. Und das macht mich immer so ein bisschen sprachlos. Diese Chanceneffektivität des Gegners. Jeder Schuss ein Treffer. Aber was willst du tun? Wir haben noch 20 Minuten Zeit, hier etwas zu bewegen. Es muss sich noch etwas bewegen. Ansonsten verlieren wir ganz wichtige Punkte. Eriksen, Boni, Aubameyang, Heung-min im Zusammenspiel mit den anderen Joker, Wilson, der steckt wohl zu Ober. Meyang Ausgleich. Und jetzt schnell das nächste hinterher. Wilson, erste Torvorlage in der Bundesliga. Und Aubameyang mit seinem 11. Saisontor. Aber das Unentschieden, das reicht uns nicht. Dem HSV reichen nur 3 Punkte hier, um zufrieden das Jahr zu beenden, um zufrieden nach Hause zu fahren. Was macht Alaba denn da? Boateng lässt flanken. Und Baumann verhindert den Einschlag und den Hattrick von Bukari.
der hier fast um ein Haar das dritte Mal getroffen hätte. Und wieder da kommt der Togolese, nennt man das so, ich habe keine Ahnung, zum Kopfball. Diesmal muss Baumann nicht eingreifen. Wilson gewinnt das Kopfballduell, nützt nichts. Und wieder kommen die Kölner. Schuss von Peschko, dem anderen Eingewechselten, aber der ist nur halb so torgefährlich wie der Stürmer aus dem Togo. Son, 10 Minuten haben wir noch. Wilson, Son, Boni, oh, Ball kommt nicht durch. Da wäre Eriksen gut in Position gewesen. Boateng fängt den Ball ab, aber die Abpraller landen sowieso, wie so häufig beim Gegner. Chihi, Jajalo, Kaichuri, was macht er da? Diagne wieder mit stümperhaften Abwehrverhalten, genau wie Alaba. Oh, und jetzt hat Alaba ein bisschen Glück und Eriksen kann klären. Kaichuri, Boni, Eriksen. Oh, die Kölner gehen hier extrem offensiv jetzt zu Werke. Wollen die etwa auch hier einen Dreier? Aubameyang, Fehler da in der Kölner Verteidigung. Boni behält die Übersicht für Heumann. Son! Warum müssen die Jungs das immer so spannend machen? Ja, so dreht das Spiel. Heumann, Son. Und es sind noch 5 Minuten Zeit. Diese Gefühlsachterbahn, das ist nicht gut für meine Nerven. Alter Verwalter, macht mir doch jetzt keinen Scheiß. Und warum läuft ihr alle nach vorne? Ihr sollt diesen Sieg jetzt festhalten. Diesen knappen Sieg gegen den ersten FC Köln. Bei aller Wertschätzung jetzt nochmal der Konter. Alaba, Boni und wieder Kessler, Wilson nochmal. Behält die Übersicht, Caligiuri, Eriksen in Position, was macht er? Er macht gar nichts. Und die Kölner haben nochmal Ballbesitz, völlig unnötig. Und hier kommt nochmal eine Chance. Eine Minute Nachspielzeit wurde angezeigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Baumann hat ihn. Um Gottes Willen, warum? Immer so spannend und da pfeift er ab, der Jascha zu Heide. Der HSV gewinnt in einem in der zweiten Halbzeit atemberaubenden Spiel für den neutralen Zuschauer mit 3:2. Innerhalb der letzten halben Stunde 5 Tore gefallen. Was will das Fußballerherz mehr? Zumindest das des HSV-Fans nix. Das der Kölner hätte sich natürlich noch zumindest ein Pünktchen erwünscht. Das blieb den Geistböcken aber am Ende verwehrt. Knapper Erfolg, aber Hauptsache 3 Punkte. Und jetzt gucken wir mal, was die Konkurrenz gemacht hat. Vielleicht hat da noch mal jemand zum Abschluss des Jahres gepatzt. Hier noch mal ein paar Highlights der Partie. Thomas Kessler hat aber auch einige Dinger da noch rausgehauen. Ich glaube, da müssen wir uns nicht streiten, ob dieser Sieg verdient war für den HSV. Spieler des Tages Wilfried Boni mit 8,9. Und die drei Spitzen haben heute getroffen. Hat die Systemumstellung mal wieder was gebracht. Und ich glaube, ich werde das jetzt in Zukunft so handhaben. Gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Köln werde ich in diesen 4-3-3 auflaufen. Und gegen stärkere oder gleich starke Teams dann in diesen 4-4-2-System, womit wir heute angefangen haben. Torvorlagen, Aubameyang und Boni jeweils eins vorbereitet. Und auch Wilson mit seiner ersten Torvorlage in der Fußball-Bundesliga, ganz wichtig, hatte ich doch nochmal ein gutes Näschen bewiesen, den jungen Waliser reinzubringen. Hier die Ergebnisse, aber ich sehe schon, die Konkurrenz patzt nicht. Dortmund gewinnt sogar nochmal 5-1 gegen Hannover, Schalke sogar 4-1 gegen Frankfurt, die Bayern gewinnen knapp 2-1 gegen Wolfsburg. Nur Hertha verliert noch ein bisschen am Boden gegen den direkten Konkurrenten Hoffenheim. Da sehen wir es gerade, Hoffenheim hat sich jetzt ein gutes Polster da verschafft. Und Barnetta hat sogar doppelt getroffen, sehe ich rechts am Rand. Führt damit die Torschützenliste jetzt alleine an. Gehen wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Oh, es gibt auch noch zwei Sonntagsspiele. Gladbach spielt auch noch.
Die könnten natürlich auch noch den FC Schalke wieder überholen. Und wir sehen hier ganz unten, ja, Köln haben jetzt 13 Tore. Das ist echt schlecht. Echt schlecht. Nur der Tabellenletzte Augsburg war noch schlechter. 10 Tore, 40 Gegentore. Tordifferenz minus 30. Ja, damit kannst du die Liga nicht halten. Viel wichtiger für uns oben. Die Bayern immer noch 5 Punkte vor uns. Wir 5 Punkte vor Schalke und Dortmund. Aber die Gladbacher können nochmal auf 2 Punkte an uns ranrücken. Schauen wir nochmal ganz kurz die Torjägerliste an. Banetta, wie gesagt, 14 Tore jetzt führender. Boni 13 und danach kommt schon Aubameyang mit 11 Toren. Das beste Sturmduo der Liga, 24 Treffer bereits zusammen. Und Aubameyang ist auch der Topscorer der Bundesliga mit 8 Vorlagen. Führt er dort gemeinsam an einsamer Spitze zusammen mit Bayerns Thomas Müller. Baumann ist mal wieder nicht ohne Gegentor geblieben. Aber da gibt es Schlimmeres, das kennen wir ja schon zu Genüge. So, und jetzt haben wir erstmal die Winterpause. Aber ich wollte ja nochmal ganz kurz Europa League schauen. Gucken wir mal einfach das 16. Finale, müsste die nächste Runde sein. Genau, Runde der letzten 32. Wer denn noch alles dabei ist? Wolfsburg ist weiter, Stuttgart ist weiter. Leverkusen kommt aus der Champions League runter, genau. Dann scheint nur Werder Bremen ausgeschieden zu sein. Na gut, kann man nichts machen. Drei deutsche Clubs noch im 16. Finale der Europa League. Und die ganzen Mannschaften, die hier so rumdümpeln. Boah, alles schon erhobene internationale Klasse fast. Wolfsburg spielt gegen Benfica Lissabon. Hartes Los. Den Real-Life-Finalisten aus dem letzten Europa League-Finale. Stuttgart spielt ebenfalls gegen eine portugiesische Mannschaft, nämlich Sporting Braga. Und Bayer Leverkusen hat auch ein richtig hartes Los. Die bekommen es mit PSV Eindhoven zu tun. Aber zum Beispiel die Partie ManU gegen Inter Mailand. Das ist ein 16. Finale in der Europa League. Könnte eigentlich genauso gut ein Halbfinale der Champions League sein. Interessante Mannschaften, viele russische Vertreter, auch einige spanische sehe ich hier noch. Jo, wenig Überraschungsmannschaften. Hier in der Runde der letzten 32 maximal noch Malmö aus Schweden. Aber ansonsten sind es fast immer Vertreter, die man regelmäßig im europäischen Wettbewerben sieht. Haben wir es auch gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eben schnell in das neue Jahr, in das Jahr 2015. Denn ab den 1. Januar beginnt wieder die Transferphase. Da werde ich dann im nächsten Part einen etwas längeren von machen. Aber ich denke mal, das wird relativ schnell vonstatten gehen gegenüber den letzten Transferparts, die es so gegeben hat. Denn ich habe ja nur vor, ein, maximal zwei Spieler zu verpflichten. Dazu müssten mir allerdings noch zwei loswerden. Die habe ich ja schon auf die Transferliste gesetzt, nämlich Douglas und Van der Vaart. Bei Van der Vaart könnte ich auch Spieler noch zum Tausch, oder ich könnte Van der Vaart als Tauschspieler anbieten. Ich habe die Wunschliste schon vor diesen Spielern ein bisschen aussortiert, aber die will ich euch erst beim nächsten Mal zeigen. Ein offensiver Mittelfeldspieler soll auf jeden Fall noch kommen. Und falls das Geld dann noch ausreichen sollte, leider gewinnt Gladbach in Freiburg, sollte das Geld dann noch ausreichen, noch ein Backup für die Innenverteidigung, wenn Douglas denn wechseln sollte. Denn mit Boateng, Diagne und Kouyaté hätten wir dann nur drei Innenverteidiger. Und so wie jetzt, wenn Kouyaté zum Beispiel verletzt ist, hätten wir keinen einzigen Ersatzverteidiger mehr. Apropos Kouyaté, er ist wieder auskuriert. Der hatte sich ja im letzten Spiel, im vorletzten Spiel natürlich, gegen den Sportclub Freiburg verletzt. Aber steigt jetzt wieder ins Mannschaftstraining ein, wunderbar. Und schon wieder eine Nationaltrainer-Offerte. Weiß gar nicht, von wem wir jetzt schon alles Anfragen bekommen haben. Eine ganze Menge auf jeden Fall. So, wir gehen noch eben bis zum 1. Januar 2015. Ja, die Nachricht möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal lesen. Und nach 4 Wochen Winterpause, wovon schon wieder fast 2 um sind, geht es wieder zurück in die Fußball-Bundesliga. Oh, jetzt will ich die Simulation stoppen, aber da kommt sowieso eine Nachricht. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Steht auch immer das gleiche, nur dass er wieder offen ist. So, da sind wir angekommen. So schnell geht das mit der Zeitmaschine. Und zack, sind wir im Jahr 2015. Haben wir schon ein paar Transfer-News? Ich glaube nicht, nee. Hier haben wir noch nichts stehen.
Gut, dann mache ich an dieser Stelle, würde ich sagen, einen Cut. Falls ihr noch Transfervorschläge habt, ich bitte euch, die nicht mehr unter dieses Video zu posten, weil ich den nächsten Part direkt an diesen hier aufnehme. Deswegen kann ich euch oder eure Transfervorschläge natürlich dann nicht mehr berücksichtigen. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann die Wunschliste, die ich noch mit offensiven Mittelfeldspielern zusammengestellt habe. Und einer wird dann wahrscheinlich bald die Raute und das HSV-Trikot tragen. Wer das genau sein wird, werden wir beim nächsten Mal erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem HSV.